Ich bin gerade total im Podcast-Fieber. Ich höre unwahrscheinlich gerne englischsprachige Podcasts, Es wobei auch geht zurück nach deutschsprachige. Le Mans für ein Rennen auf dem Circuit de la Sarthe. Der Giant Bombcast ist beispielsweise so geil. Und Podcast kennt ihr wahrscheinlich, ne? Das ist einfach. Da labern die Leute die ganze Zeit über ein Thema und ich muss sagen, wenn ich irgendwie unterwegs bin, wenn ich Auto fahre, längere Strecken, so 2 Stunden oder so, oder Zug fahre oder so, dann mag ich sowas lieber als Musik. So Leute, die diskutieren, die über ein Thema reden, was mich interessiert. Finde ich total spannend und irgendwie auch besser als Musik. Ich weiß nicht, Musik ist irgendwie für mich. Ja, keine Ahnung, ich bin sowieso nicht so ein musikalischer Mensch. Aber Podcasts sind auf jeden Fall geil. Und da haben die sich halt jetzt gerade in einem, den ich gehört habe, auch über die DLC-Politik unterhalten, die sich übrigens auch ziemlich ich bin gerade überlegen. Durch die komplette neue Generation der Konsolen? Nee, oder? Ich glaube nicht. Ja, aber auf der Xbox One ist es recht offensichtlich, wie da teilweise versucht wird. Free-to-Pay-Modelle auf Spiele anzuwenden, die Geld kosten. Power Star Golf ist da auch so ein Beispiel. Power Star Golf finde ich eigentlich geil. So ein Spiel, da redet eigentlich kein Mensch drüber. Aber kam auch für die Xbox One raus. Oh mein Gott! Kostet 20 € oder so. Und ist halt ein Golfspiel. Aber halt knuffig. Ein bisschen mit meiner Freundin gezockt. Aber hat auch so von wegen, wenn du da besseres Equipment haben willst und das brauchst du, um in der Karriere da voranzukommen, musst du dir solche Packs kaufen, die das Equipment halt beinhalten. Bist allerdings auf Zufall angewiesen. Du kannst nicht sagen, okay, ich möchte mir jetzt den Schläger kaufen. Oder den Putter. Whatever. Sondern du musst dich zwischen Packs entscheiden, die unterschiedlich viel Ingame-Währung kosten. Und halt unterschiedlich gute Sachen beinhalten, aber zufällig halt. Alter, ey, wie soll ich denn jetzt bitte so irgendetwas sehen? Lass mal innen an einen vorbeiziehen, so. Das habt ihr davon, dafür, dass ihr meine Sicht sperrt, ihr Huren. So! Und die sind gar nicht so günstig, diese Packs. Kann man vergleichen, vielleicht kennt ihr das, diese FIFA-Spieler-Packs. Ja, genau, ist wie bei. LOL. Irgendwie finde ich das verwirrend. Ist wie bei FIFA diese Packs, genau. Da kann man sich in diesem komischen Modus da, ich habe wieder vergessen, wie der heißt, kann man sich ja auch keine Spieler kaufen, sondern muss sich so Packs kaufen und muss dann Glück haben, dass der Spieler, den man haben will, da jetzt gerade zufällig drin ist. Hat sehr stark was von Sammelkarten, Panini-Karten von früher so. Also dieses Geschäftsmodell ist uralt. Und hat bei mir früher auch immer sehr gut funktioniert. Muss ich auch zugeben. Ich habe früher immer sehr gerne Sticker-Alben voll gemacht. Ich habe noch eins von Jurassic Park 2 damals, ey. Da war ich voll jung noch. Mein Gott, voll crazy. Und ich habe damals tatsächlich auch so Fußball-Panini-Alben voll gemacht, obwohl Fußball irgendwie nie mein Ding war. Keine Ahnung, wieso ich das gemacht habe. Einfach weil ich Bock drauf hatte. Weil das voll der Adrenalinkick war. So eine neue Packung Sticker zu öffnen und voll übers Ziel hinauszuschießen. Scheiße, ey. Und davon bin ich mittlerweile ein bisschen geheilt, Gott sei Dank, weil die Spiele, die solche. Oh Gott, die solche Geschäftsmodelle benutzen, die sprechen mich nicht besonders an. Ich weiß gar nicht, wie das bei solchen Spielen ist, wo du solch ein Kartenspiel wie Hearthstone oder so, ob du dir da einzelne Karten kaufen kannst oder ob du dir da auch nur so Packs kaufen kannst und Glück haben musst, dass da coole Karten drin sind. Keine Ahnung. Interessiert mich ja Gott sei Dank auch nicht. Das heißt, ich kann da auch nicht viel zu viel Geld reinballern. Oder FIFA halt. Interessiert mich auch nicht. Ich weiß nicht, ob man sich bei Battlefield halt diese Battle Packs kaufen kann. Ich glaube, es geht einfach echt nicht. Ich war am Anfang hundertprozentig sicher, dass es geht. Weil das ist ja, weißt du, wie bei FIFA. Aber irgendwie haben sie es doch trotzdem nicht gemacht. Und da ist es dann natürlich wieder vollkommen okay.
wenn du dir so komische Battlepacks bei Battlefield 4 freischalten kannst und da können halt Aufsätze für deine Waffe drin sein und so weiter und so fort, dann ist das halt cool. Die Premium-Leute kriegen halt noch spezielle Battlepacks, da sind aber auch immer nur optische Sachen drin und keine Aufsätze oder so, also kein Pay-to-Win. Ich finde das System bei Battlefield ziemlich cool. Da fand ich es blöder bei Battlefield 3, wo du dir halt alle Waffen für bestimmte Klassen schon direkt von Anfang an freischalten konntest. Gegen Echtgeld. Das fand ich scheiße. Aber hat irgendwie kaum jemand drüber gesprochen, weil es, glaube ich, kein Mensch gemacht hat, weil... Hallo? Ich bezahle doch nicht... Ich glaube, das war tatsächlich für alle Klassen nochmal irgendwie so 50 oder 60 Euro. Dann hattest du dann alle Waffen, die es im Spiel gibt und so weiter und alle Aufsätze und alles so freigeschaltet. Und ich denke so, what? Wo bleibt denn dann noch der Spaß am Spiel irgendwie so? Weißt du, ich meine, das Freischalten durch Level gehört ja auch ein bisschen zum Spielspaß dazu. Wir als Spieler heutzutage sind ja voll darauf getrimmt, für jeden Scheiß, den wir machen, eine Belohnung zu bekommen. Einfach ein Spiel, das einfach nur dadurch lebt, dass es Spaß macht, es zu spielen. Das gibt es heutzutage ja kaum noch, vor allem wenn es um so... Nee, aber auch bei Singleplayer-Sachen, ganz im Ernst. Egal was passiert, so jede Kleinigkeit, kriegst ein Achievement oder kriegst halt irgendwas in-game freigeschaltet oder irgendwelche Konzeptzeichnungen zur Not oder sowas, wenn es schon in-game keine Währung gibt oder so. Die ganze Zeit das ewige Klopfen auf die Schulter von jemandem, der hinter dir steht und dir sagt, hast du gut gemacht, Sohn. Das sind wir Spieler heutzutage total gewöhnt. Das gibt's durchgehend. Das ist eine Entwicklung gewesen, die kam voll schleichend. Ich weiß noch ganz genau, wo das nicht so war. Weißt du, so ein Counter-Strike beispielsweise. Funktioniert ja komplett anders, also früher zumindest. Heutzutage gibt's ja auch Achievements und solche Sachen und irgendwelche Sachen. Ich glaube auch optische Sachen, die man sich freischalten kann und so weiter und so fort. Das gab's früher alles nicht. Es gab früher... Du hast das Spiel bekommen und du konntest dir die Waffen halt für jede Runde neu kaufen mit Ingame-Geld, das du in der Runde davor bekommen hast, indem du gut oder schlecht warst. Und das war's. Du hast nichts freigeschaltet. Du hast nichts dafür bekommen, dass du 50 Stunden gezockt hast oder so. Nö. Außer natürlich eigene Genugtuung dafür, dass du gut warst. Und das hat trotzdem funktioniert. Wir haben CS 1.6 und Source trotzdem sehr, sehr viel gespielt. Aber heutzutage geht das nicht mehr. Heutzutage brauchst du immer das Leckerli, was du dem Spieler geben kannst dafür, dass er sich gut verhalten hat. Und das ist eigentlich auch total witzig, wie unterschwellig das kam. Und das wurde halt perfektioniert in Free-to-Play-Titeln. In Free-to-Play, in Facebook-Titeln. In Facebook-Spiele und so. So Farmville und sowas, die haben dieses für jede Kleinigkeit kriegt der Spieler etwas und ist deswegen weiterhin motiviert weiterzuspielen. Das haben die so krass perfektioniert und das ist dann auch irgendwie zurück in die Hardcore-Ecke wieder geschwappt. Und das ist ja auch okay. Habe ich jetzt ja auch nichts gegen. Ist doch cool, wenn man einen Scheiß kriegt irgendwie. Wir kehren zur Heimat des Bathurst 1000 zurück, dem Mount Panorama Circuit in Australien. Wobei ich selten Interesse habe, irgendwelche Personalisierungsoptionen zu nutzen. Viele Leute stehen da ja total drauf. Okay. Ein Beispiel, was ich selber nicht spiele, aber LOL beispielsweise finanziert sich ja ausschließlich durch den Drang der Leute, ihren Spielcharakter anders aussehen zu lassen. Oder? Oder gibt's auch Helden früher? Für Käufer. Oder, nee, es gibt tatsächlich Helden, die es nur für Käufer gibt, oder? Ach, verdammt, ich sollte nicht über ein Thema reden, wo ich so wenig Ahnung von habe. Lieber über Autos, da weiß ich ja so viel. Nee, aber auch irgendwie so, keine Ahnung. Leute anmalen bei Ego-Shootern oder umfangreiche Designs erstellen bei Autorennspielen. Da fehlt die Motivation irgendwie so ein bisschen. Oh oh. Ich kann nur hier fortsetzen. Das ist ja geil. Alles klar, dieses Rennen muss ich mit Schaden spielen. MP.
Oh, da ziehen sie eiskalt an mir vorbei. Ohne. Oh, oh. Mit krassem Schaden muss ich dieses Rennen spielen. So, das wird nicht funktionieren. Ich habe jetzt schon so extrem links drei. Was ist denn das hier für eine kranke Strecke einfach nur? Oh, mit links drei fahren ist voll doof. Schon. Jetzt muss ich mich wieder zu stark aufs Spiel konzentrieren und kann nicht irgendwas Dummes labern. Die ganzen Leute unter euch atmen jetzt wahrscheinlich auf. Oh, Scheiße. Ah! Ich glaube, der fährt nicht mehr. Doch, er fährt doch. Wie kaputt kriegen wir so ein Auto? Ja, er lebt noch. Oh Gott. Wir sind tatsächlich noch nicht letzter. Ich bin begeistert. Jetzt sind wir letzter. Verdammt, ich wollte den noch kriegen. Ja, ich glaube, kaputter kriegen wir nicht. Kann man neu starten? Ja. Der erste war gerade tatsächlich ein Audi. Okay. Krass. Ich überlege schon wieder auf den Ferrari zu wechseln, aber einmal probieren wir es noch. Was gibt es denn noch für eine Entwicklung, die mir voll auf die Eier geht? Bei Videospielen. Weiß ich nicht mehr. Eigentlich keine mehr. Die Leute wollen halt einfach immer mehr Kohle von uns haben. Und solange es funktioniert, kann ich auch absolut nachvollziehen, das zu probieren. Aber sie stellen sich ja teilweise nicht besonders clever an dabei. Der Spieler muss immer das Gefühl haben, dass er dadurch, dass er mehr Geld ausgibt, auch tatsächlich noch eine Zusatzerfahrung bekommt. Darf allerdings nicht das Gefühl haben, dass er, wenn er einfach nur das Spiel kauft, zu wenig bekommen hat. Gott, was ein Arsch! Ja, Kackbier. Markus Schwertl. Jetzt weiß ich, wie du richtig tickst, ey. Dein Driver-Time spiegelt... Oh Gott. Deine Persönlichkeit wieder. Komm, ist gut. Ah, Junge! Bremsen die hier alles? Ja, fahrt ihr euch mal gegenseitig rein. I don't care. Kriegen die Computergegner eigentlich auch Schaden? Husan, Chris, ey. LOL! Alter! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Auto scheiße ist. Nicht für diese Strecke gemacht hier. Kurze... Ah, komm. Der wird sowieso wieder kommen und mich nochmal richtig übel von hinten nehmen, ey. Ich weiß es doch jetzt schon, ey. Jetzt kommt eine fiese Kurve, ne? Ich bremse mal, ich hab Angst. Oh! 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 Das ist witzig. Nein! Gut. Alter, ich raste aus. Ich will doch an dem vorbeifahren. Oh. Das wird wieder so ein ewiges. Ich frage mich, wie ich klarkommen würde, wenn... Oh, oh. Wenn ich sowas ausgeschaltet hätte. Da zieht der Husaren-Chris eiskalt an mir vorbei. Denkt er sich, ha, Chance genutzt, die Idioten. Okay, hinter mir ist einer. Überholen? Natürlich. Natürlich. Das
So, bin ich wieder an euch rangekommen, ihr geilen Huren. Was passiert als nächstes? Linkskurve, okay. Hier darf ich echt nicht zu spät bremsen, da bremse ich lieber ein bisschen zu früh. Guck mal, Chris, Jay und ich kämpfen. Wir drei kämpfen um noch Gold. Nein! Nein! Verloren. Erstmal alle aufhalten hier. Ich komme wieder, keine Frage. Ich glaube, rechts will mich einer überholen. Rechts hat mich einer überholt. Hat ihm nichts gebracht. Die Sau. Gucken wir mal, an die beiden Bobbys da oben nochmal wieder drankommen. Würde mich ja freuen. Oh. Dafür muss ich wohl erst nochmal richtig Auto fahren. Wäre so ein bisschen Grundvoraussetzung dafür. Wieso fand ich jetzt eigentlich bei anderen Rennspielen so häufig, fand ich die Cockpit-Perspektive sehr häufig unfahrbar. Keine Ahnung, wieso ich die hier so gut finde. Aber ich finde die halt echt richtig geil. Immer auf dem Weg bleiben. Oh. Oh. Okay, keinen Schaden bekommen. Alles gut, alles gut. Leute hinter mir abgewehrt, aber ich fürchte, Gold wird nicht für mich sein. Hinter mir mal wieder abbremsen, wie ich das gehört. Ah, du kommst nicht vorbei. Ich bin Gandalf. Alter, wieso sind die so viel schneller? Ich verstehe das nicht. Echt nicht verstanden, warum die so viel schneller sind. Da hat jemand einen Fehler gemacht. Jay hat einen Fehler gemacht. Jay kann nix, Junge. Jay nur überholt. Ja, leider nur Vierter. Schade. So knapp Gold. Wäre es Gold gewesen. Ja, wobei so knapp war es auch wieder nicht. Christian war, glaube ich, relativ weit weg von mir. Oder ist Christian noch Zweiter geworden? Ich weiß es nicht. Ja, nicht so pornös. Man kriegt durch die Rennen auch viel weniger Geld als durchs Stufe aufsteigen. Pro Stufe kriegt man 31.000. Wenn man jetzt doppelt so schnell Stufe aufsteigt, kriegt man natürlich viel mehr Geld. Und mal drücken Sie mal Y, um schneller aufzusteigen. Achso, das kostet Gutscheine, genau. Ja, ich weiß nicht genau, wie viele Gutscheine denn jetzt nochmal was kosten. Egal, ich mache eine Pause. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.